Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Ist delicious. Hey Leute, was geht ab? Willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA 21 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Runde. FIFA Mobile ist am Start, Jungs. Und heute kriege ich endlich Wayne Rooney. Wayne Rooney als Ende einer Ära-Spieler. Und ich werde heute mit ihm auch mal ein paar Spiele machen. Ich werde da jetzt nicht einen Lewandowski ersetzen, aber ich finde, Wayne Rooney ist trotzdem eine geile, geile Karte. Hätte ich jetzt kein Lewandowski-Team des Jahres vorne drin als ultimative Karte, würde ich Wayne Rooney sicherlich mal spielen, weil Wayne Rooney ist für mich Kindheit. Wayne Rooney, Manchester United, beste Zeit. Jungs, sage ich euch so, wie es ist. Wir müssen aber noch kurz das letzte CPU-Spiel machen. Da brauche ich 3 Tore mit Stürmern. Das heißt, es muss Ronaldinho das Tor machen, Lewandowski oder Messi. Genau. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken für den gestrigen Livestream, der war sehr, sehr, sehr geil. Flaggen erraten. Leute, ich habe echt gedacht, ich bin der Flaggen-Experte. Aber was war das bitte schön für ein hartes Video? Also Schwierigkeit hart. Das war nicht hart, das war extrem. No joke. Das war einfach extrem. So, Lewandowski, komm, mach das erste. Richtig. Erstes Türchen von Robert Lewandowski. Weil ich finde, das letzte CPU-Spiel ist gar nicht so einfach. 3 Tore. Schlimmer wäre es noch gewesen, irgendwie Doppelpack mit einem Mittelfeldspieler. Weil das finde ich noch schwieriger. Weil man erstmal die Mittelfeldspieler dann nach vorne ziehen muss dann. Also streng dich an hier, Dönitz, streng dich an. Streng dich an, streng dich an. Den nächsten Livestream gibt es am Donnerstag. Und Donnerstag ist ja hoffentlich auch das Karneval-Event da. Weil ich mache echt 3 Kreuze, wenn das Mond-Neujahrs-Event endlich vorbei ist. Zack, Messi, komm. Messi. Messi in die Mitte, Messi, let's go. Jawohl, jetzt geht's noch 1. Ein klitzekleines Törchen, dann haben wir erstmal die 3. Aber 4 mache ich auf jeden Fall noch. Ja, obwohl, wenn wir es schaffen, vielleicht schaffen wir es nicht. Ich hoffe ja. Ich möchte heute nämlich auch versus Angriff spielen. Unten in der Reihe, also die Packs, die habe ich ja gestern schon. Da ist ja der Lev, FIFA Mobile. Ich weiß nicht, ob du die 20 Uhr Folge schauen wirst. Lev, Grüße gehen raus an dich. Weil gestern gab es, ich denke mal, die meisten waren dabei, gab es ja auch wieder unten in der Reihe Packs. Streamerlights wird es noch geben. Zu dem gestrigen Leisten, da haben wir ja so viel gestern gemacht. Lewandowski mit dem dritten übrigens. Jetzt hier Robert Lewandowski. Der Lev hatte, wie soll man sagen, antizipiert, dass unten links die Mondpunkte drin sind. Und gestern bei der Aktualisierung wollte ich nur die Mondpunkte, weil gestern gab es irgendwie so ein 85er oder heute halt auch noch und Münzen und Mondpunkte. Und ich wollte halt nur die Mondpunkte und das ist mir noch nie passiert. Das allererste Pack war direkt richtig. Das allererste Pack, ich musste gestern nur einen einzigen roten Umschlag öffnen und habe sofort die Belohnung bekommen, die ich haben wollte. Also der Lev, Grüße gehen auch nochmal raus an dich hier in der heutigen 20 Uhr Folge. So, das Spiel auf jeden Fall haben wir jetzt auch gewonnen. Ich werde einfach mit dem 94er Wayne Rooney spielen, weil die Vorteilspunkte wurden ja auch aktualisiert. Man kriegt jetzt mehr pro Turniersieg und man kann jetzt auch neue Vorteile abholen. Man kann jetzt mehr Chemistry bekommen, man kann nochmal Bewertungspunkte holen und so weiter und so fort. Mehr Aufstellungen und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr habt es dann, denke ich mal, schon mitbekommen. Übrigens, gestern Abend hat es jemand nicht mitbekommen. Gestern Abend hat jemand mir geschrieben, oh Dönitz, ich habe gegen einen Hacker gespielt. Ich habe gegen einen Hacker gespielt, weil der 156 Chemistry hatte. Ja, moin. Ja, der Kollege hatte nicht realisiert, dass man jetzt mit den Vorteilspunkten noch mehr Chemistry-Punkte abholen kann. So, das letzte Skill-Spiel. Und dann haben wir es. Dann haben wir es. Ihr habt ja am Anfang auch schon gesehen, mein aktuelles Team. Ich habe jetzt 137 durch die Vorteilspunkte. Also Route to 140 läuft im vollen Gange, sage ich mal. Route to 140 läuft im vollen Gange. Ronaldinho, ersten 3 Schüsse alle getroffen. Wunderbarski. Und Donnerstag gibt es übrigens, ja, ist ein bisschen blöd, aber kann ich jetzt nicht ändern. Donnerstag gibt es das Halbfinale. Ich bin ja weitergekommen im FIFA Mobile YouTuber Turnier. Und wenn ich denn noch ins Finale kommen sollte und vielleicht das Finale gewinnen sollte, wisst ihr ja, Preis, Geld, sage ich mal, für den ersten sind 50 Euro. Das heißt, ich haue dann live im Stream, werde ich dann wahrscheinlich 3x 15 Euro Google Play raushauen. Also 3 von euch können sich dann
aufgrund meines Titels, sage ich mal, aufgrund des Turniers dann über eine Google Play-Karte freuen. Sollte ich ins Finale kommen und sollte ich das Finale gewinnen? Das weiß ich jetzt wirklich auch noch nicht. Deswegen müssen wir erstmal abwarten. Halbfinale, falls ihr es nicht mitbekommen habt, muss ich gegen Josh da spielen. Halbfinale am Donnerstag gegen den Josh da. Und das Video wird dann am Donnerstag gegen 17 Uhr kommen oder 18 Uhr. Dann die 20 Uhr Folge Donnerstag und danach auch noch den Livestream. Also Donnerstag richtig aktiv unterwegs. Und morgen dann natürlich auch die 20 Uhr Folge. Morgen ist ein bisschen ruhiger, Donnerstag wieder aktiver. Freitag 20 Uhr Folge, Samstag wird es wahrscheinlich auch die neue Folge von Ich bewerte eure Teams geben. Nur dass ihr mal so den Fahrplan für die nächsten Tage einmal habt. So, dann kann ich hier nochmal zwei dieser Packs öffnen. Ich hoffe, rote Umschläge. Rote, nein, es sind keine rote Umschläge, das Sternzeichen Taukimokis. Und jetzt einmal rote Umschläge. Jetzt rote, jawohl. 5 rote Umschläge, das heißt, ich habe jetzt 30. Das bedeutet, ich könnte relativ viel jetzt morgen und übermorgen investieren für die roten Umschläge. Weil ihr seht es hier, Negredo und 300.000 Münzen sind es. Brauche ich beides nicht. Und deswegen, ja, gehe ich jetzt rein in den Versus Angriff mit Wayne Rooneychen im Stürmchen. Wayne Rooney. Und mal gucken, wie er sich so spielt. 134er Team habe ich ja dadurch trotzdem noch. Und wir wurden ja zurückgesetzt am Montag, glaube ich. Ne? Am Montag wurden wir ja zurückgesetzt. Das heißt, ich habe hier wieder, ja, ein sehr einfaches Spiel höchstwahrscheinlich. Aber mal gucken. Man soll ja den Tag noch nicht vor den Abend loben. Sagt man das so? Leute, was haue ich hier für Sprichwörter raus, Junge? Der Sprichwörter-Trader, der Sprichwort-Trader. So, was hat der Gegner? Sprichwort-Trader am Start gegen 118, Jordan Mauritsch. Okay, das sollte relativ entspannt werden gegen diesen Gegner. Hat jetzt auch ein Spiel gemacht, hat gewonnen und hat 7300 Fans dafür bekommen. Und jetzt denkt er sich, ja, EA, vielen, vielen Dank, ich kriege jetzt einen 134er Gegner reingedrückt. Mich freut's, weil das wird ein einfacher Sieg. Ronaldinho. Aber ich möchte ja Wayne Rooney austesten. Wayne Rooney. Und ich sehe heute schon die Top-Kommentare, wie ich Wayne Rooney ausspreche. Wayne und dann Rooney mit, keine Ahnung, W-U-U-N oder so. Rooney. Ich spreche den schon seit ich klein bin. Wayne Rooney. Für mich heißt er Wayne Rooney. Punkt. Fertig aus. Punkt. Fertig aus. So. Ab nach vorne, schöne, das war Wayne Rooney, ne? Alter, geiles Tor, das erinnert mich an sein Tor gegen, ich weiß nicht gegen wen zwar, aber das mit wohl bekannteste Tor ist sein Fallrückzieher-Tor, oder? Oder welches Tor habt ihr im Kopf, wenn ihr Wayne Rooney hört? Ich habe da ein Tor im Kopf, also mehrere Tore habe ich im Kopf, aber das Beste und das Heftigste war das Fallrückzieher-Tor, wo er da halb in der Luft steht mit dem Fallrückzieher, das war geisteskrankes Tor. So, Ronaldinho Gaucho mit dem 9. Und der Gegner hat abgebrochen. Der Gegner spielt gar nicht mehr. Der Gegner hat abgebrochen. Da oben sehen wir es ja anhand des Logos. Also rechts neben seinem Logo sind ja diese drei WLAN-Striche. Ah, jetzt war eben wieder grün. Jetzt ist wieder rot. Was macht er denn? Ja, was macht er denn? Hat er eben reingeguckt, ob es schon vorbei ist. Jetzt ist er wieder da. Jetzt spielt er wieder. 13-5, aber GG an diesen Gegner. Wir machen noch eins, würde ich sagen. Wayne Rooney war, fand ich, hat jetzt kein Schuss vorbeigegeigt. Hat jetzt aber auch nicht so ein ultra heftiges Tor gemacht. Also, ja, für mich wäre er vielleicht ein bisschen zu langsam sogar noch. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass er, wenn ich den hochtrainiere, genauso auf das gleiche Level wie Lewandowski, dass er vielleicht sogar genauso schnell ist wie ein Lewandowski, weil Lewandowski ist jetzt auch nicht der schnellste. Auch ein Wayne Rooney punktet dadurch, dass er, der Gegner spielt auch mit Wayne Rooney, ein Wayne Rooney punktet damit, dass er halt einen absolut heftigen Schuss hat. Genauso wie Lewandowski. Wenn ich mit Lewandowski schieße, ist der eigentlich immer drin. Gerade wenn ich den Balken komplett auflade, dann geht er eigentlich nicht an die Latte. So wie wenn ich mit einem Cunha schieße, wenn ich da komplett auflade, dann geht er meistens übers Tor oder an die Latte oder so. Aber wenn ich mit einem Lewandowski voll auflade, dann knallt er halt den wirklich so rein. Ich kann es mal austesten hier. Guckt. Ja, okay, der geht sogar vorbei. Aber nur weil ich so lange gezögert hatte mit Cunha. Cunhachen. Ich finde auch, Cunha ist mein Schwachpunkt in meinem Team. Aber ich möchte Cunha halt nicht ersetzen. Weil HOW, Hertha BSC, ne? Ihr wisst, wie das läuft. So, Beckham. David Beckham. Oh, David Beckham gibt's auch Donnerstag. Donnerstag wird die Prime-Icon am Start sein. Werden wir uns wahrscheinlich live im Stream holen. Die David Beckham Prime Icon. So, 3-1. Der Start war jetzt nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber
Hey, das ist ein 116er Gegner, wenn ich hier verliere, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weiß ich auch nicht mehr, aber ich mache die Dinger gar nicht so rein, aber der Gegner kriegt ein Kontertor. Oh shit, der tut mir leid. Der tut mir leid. Kontertore, die sind immer, da könnte ich ausrasten, wenn ich eins bekomme, aber ich habe schon, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich das letzte bekommen habe, weil ich meistens das stärkere Team habe als der Gegner, meistens. Aber, naja, wenn ich dann 1,3 Millionen Fans habe, 1,4 Millionen Fans, dann kriege ich auch wieder Gegner, die auf Augenhöhe sind. Und die Duelle auf Augenhöhe sind die besten Duelle, weil man muss da auch schwitzen, man muss da ja, ordentlich zocken, man muss die Chancen reinmachen, die man hat. Ansonsten verliert man am Ende die Duelle auf Augenhöhe. Das ist einfach so. Und das war es jetzt auch hier für die heutige 20 Uhr Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns wieder morgen um 20 Uhr, Jungs. Ich hoffe, ihr seid am Start. Morgen 20 Uhr Folge. Ich wünsche euch natürlich heute schön Champions League. Schönen Champions League Abend. Ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.